Sie leben seit 10 Jahren in einer sogenannten wilden Ehe, also ohne Trauschein. Sascha Strunk und Marie Waldmann aus Kassel. Sie sind glücklich miteinander und wollen sich auch finanziell absichern. Denn wie sich ihr Vermögen im Fall einer Trennung verteilt, ist bisher nicht geregelt. Man will ja eigentlich nicht drüber nachdenken, dass mein Partner versterben könnte, dass es ein Pflegefall ist, dass wir uns trennen. Das ist ja eigentlich das, was man nicht möchte. Und genau, es ist sicher sinnig, da vorher drüber zu sprechen, weil selten die Beziehungen einfach glücklich auseinandergehen oder in Freundschaft. Nichtsdestotrotz muss ich einfach feststellen, dass es dann doch die ein oder andere Lücke gibt und dass es durchaus sinnvoll ist, einen Vertrag zu gestalten. Es sind auf jeden Fall viele Punkte, die nicht geklärt sind. Solange Paare verliebt sind, fehlt oft vor lauter Gefühlen und Euphorie die Vorstellungskraft, welche Konsequenzen drohen, wenn die Partnerschaft in die Brüche geht. Die Lösung: ein Partnerschaftsvertrag. Die Dinge, die das Gesetz für Eheleute regelt, die sind ja für eine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft in der Regel nicht geregelt. Und deshalb bietet es sich an, diese Dinge ähnlich zu regeln. Das sind die Themen: Vermögenszuwachs innerhalb der Zeit, in der man zusammenlebt, dass man sagt, wenn wir einen gemeinsamen Vermögenszuwachs haben, wollen wir den hinterher teilen. Jedes dritte Kind in Deutschland kommt außerehelich auf die Welt. Auch Sascha und Marie haben 2 Kinder. Die Vaterschaft hat der 58-Jährige noch vor der Geburt anerkannt. Bereits jetzt könnte das Paar in einem Vertrag festhalten, wie das Umgangsrecht nach einer Trennung geregelt werden würde. Alle vertraglichen Dinge kosten in irgendeiner Form Zeit und Geld. Ich glaube, man verdrängt es einfach, dass da eine gewisse Notwendigkeit besteht. Ohne Vertrag muss ein Partner finanziell nicht für den anderen aufkommen. Dies ist dann problematisch, wenn einer der beiden in Teilzeit oder gar nicht gearbeitet und sich stattdessen um den Haushalt und die Kinder gekümmert hat. Aus dem Grund ist es halt eventuell geboten, dass man da auch eine Absicherung des geringer verdienenden oder kein Einkommen habenden Partners, nicht-ehelichen Lebenspartners, vertraglich regelt. Da entsteht eine in dem Sinne eigentlich Unterhaltsbedürftigkeit, aber es gibt keinen Rechtsanspruch auf Unterhalt. Verstirbt ein Partner, sind Nicht-Eheliche nicht erbberechtigt. Daher sollte man sich in einem Partnervertrag gegenseitig als Erben einsetzen. Ein gemeinschaftliches Testament genügt dafür nicht, da dieses Ehegatten vorbehalten ist. Beim Erbfall sind die nicht-ehelichen Partner überhaupt nicht im Gesetz vorgesehen. Bedeutet, wenn zwei nicht-eheliche Partner beispielsweise gemeinsam ein Haus gekauft haben, was zunächst mal unproblematisch ist, jedem gehört die Hälfte, heißt aber, wenn dem einen dann plötzlich und unerwartet was passiert, hat der andere nur noch ein halbes Haus. Das andere Haus erbt die Familie desjenigen, der gestorben ist. Wichtig: jeder Partnerschaftsvertrag ist individuell. Ein Mustertext dient allenfalls der Orientierung. Es empfiehlt sich, regelmäßig zu überprüfen, ob der Inhalt noch aktuell ist. Denn die Vorsorge kann viel Ärger ersparen. Ja, und auf was wir bei so einem Partnerschaftsvertrag noch alles achten sollten, verrät uns jetzt Birte Strack. Schönen guten Abend, hallo. Guten Abend. Sie sind Anwältin für Familienrecht. Aus Ihrer Brille jetzt nochmal betrachtet, was sind denn die guten Gründe für eine Ehe, für eine Hochzeit? Also wenn man eine Familie gründen möchte und füreinander sorgen will, dann bietet die Ehe schon erhebliche Vorteile, sei es steuerrechtlich, aber auch familienrechtlich. Man hat deutlich bessere Unterhaltsansprüche und man hat auch eine Teilhabe am Vermögen und an der Rente des Partners über den Zugewinnausgleich, über den Versorgungsausgleich, über den Vorsorgeunterhalt und man bekommt auch eine Witwenrente. Das ist automatisch geregelt, sobald ich Ja sage und verheiratet bin. Genau, also es macht natürlich auch da Sinn, einen Ehevertrag abzuschließen und das noch mal ein bisschen zu konkretisieren. Aber grundsätzlich ist das alles durch Ehe geregelt, durchs Gesetz. Für wen und ab wann empfehlen Sie dann so einen Partnerschaftsvertrag? Also ein Partnerschaftsvertrag ist eigentlich praktisch zwingend, wenn man auch eine Familie plant, aber nicht heiraten möchte, aber dann trotzdem sich gegenseitig absichern will. Warum ist das bei Familienplanung, Kinderwunsch so wichtig? Also in Deutschland ist es eben so, dass die meisten ein Zuverdienermodell leben. Das heißt, die Mütter bleiben länger in Elternzeit und arbeiten danach nur Teilzeit. Durch diese unbezahlte Care-Arbeit haben die dann erhebliche Nachteile. Die haben Einkommenseinbußen, aber verschlechtern auch ihre Erwerbschancen. Und da ist es einfach fair, einen finanziellen Ausgleich zu zahlen, damit man weiterhin finanziell unabhängig bleibt, auch für den Fall der Trennung.
Das ist eben in diesem Vertrag geregelt. Genau. Dann wäre die Frau in dem Fall jetzt in Ihrem Beispiel abgesichert. Geht nämlich auch umgedreht, wenn der Mann zu Hause bleibt. Genau, also es geht natürlich auch umgekehrt. Ne? Also dass eben der, der eben mehr unbezahlte Arbeit leistet und der andere mehr Erwerbsarbeit leistet, dass man das dann wieder ausgleicht und am Ende beide das Gleiche haben. Ist aber vielleicht auch gar nicht so leicht, mit dem Partner genau darüber zu sprechen. Ich meine, eigentlich gehen ja erstmal beide davon aus, dass man sich nicht trennt, dass auch nichts passiert, kein Unfall. Wie mache ich das? Wie rede ich trotzdem mit meinem Partner, um zu sagen, hier, so ein Partnerschaftsvertrag, sollte man uns mal Gedanken drüber machen, ist wichtig. Ja, also am besten so früh wie möglich. Also schon, wenn man Kinder plant, sollte man darüber sprechen. Und es ist tatsächlich so, dass viele moderne Väter das auch machen möchten und die Idee gut finden, alles zu teilen, auch die Finanzen. Aber das so ein bisschen im Alltag hängen bleibt. Ja, das sind große Fragen, auf die man nicht unbedingt direkt eine Antwort hat und dann geht es im Alltag unter. Deswegen biete ich zum Beispiel auch Workshops an, um genau auf so Gespräche vorzubereiten. Und letztendlich haben natürlich auch die Väter was davon, weil bei der Trennung gibt es dann einfach weniger Streit. Das ist ja dann auch auf jeden Fall gut zu wissen, dass man da schon ein bisschen vorgesorgt hat für den Fall der Fälle. Wer hilft mir ansonsten für die Erstellung eines solchen Partnerschaftsvertrags? An wen kann ich mich wenden? Also spezialisierte Anwälte und Anwältinnen oder Notare. Also dann sollte man, wenn man speziell auf so einen Care-Ausgleich Wert legt, sollte man auch gucken, dass jemand das anbietet. Und man sollte auf jeden Fall das nicht alleine machen. Aber das ist auch ganz wichtig, bevor man einen Termin ausmacht beim Experten, dass man sich dann schon mal überlegt, wie man leben möchte, wie das Familienmodell aussehen soll und auch die grundsätzliche Bereitschaft zu teilen sollte natürlich da sein. Wie sieht es aus mit den gesundheitlichen Fragen? Auch da kann man ja einiges regeln. Auf was sollte man achten? Ja, also man sollte eine Vorsorgevollmacht sich gegenseitig erteilen. Das geht nur für Gesundheitsfragen, aber man kann da auch finanzielle Dinge regeln. Eine Bankvollmacht ist zum Beispiel sinnvoll. Das gilt ja aber theoretisch auch für jeden anderen, ne? Also so eine Vorsorgevollmacht sollte man immer ausfüllen oder mal sich Gedanken drüber machen. Naja, also zum Beispiel eine Bankvollmacht ist natürlich auch sinnvoll unter Verheirateten, das stimmt schon. Aber bei den Gesundheitsfragen ist das nochmal für unverheiratete Paare nochmal umso wichtiger. Wie sieht es denn in Bezug auf Erbrecht aus? Was ist da bei unverheirateten Paaren noch zu beachten? Also Unverheiratete sind rein rechtlich gesehen erstmal Fremde. Das heißt, wenn man will, dass der Partner oder die Partnerin etwas erbt, dann muss man ein Testament oder einen Erbvertrag machen. Und trotzdem hat man aber dann noch steuerliche Nachteile. Also es sind nur 20.000 Euro steuerfrei. Und ab danach muss man 30% Steuern zahlen. Und Verheiratete haben zum Beispiel einen Freibetrag von 500.000 Euro. Das heißt, mein Partner ist dann eigentlich fast wie jeder x-beliebige andere Mensch auf der Welt, die 20.000 Euro Freibetrag. Genau, genau. Gibt es keine Regelung, weil ich jetzt mit dem schon eine ganze Weile zusammengelebt habe oder lebe? Nein, das spielt keine Rolle, weil die Privilegien will man eben den Verheirateten vorbehalten. Okay. Also deshalb dann doch der Eheschluss. Dankeschön, Frau Stark, für Ihre Informationen und Ihren Besuch heute Abend. Und wir halten noch mal ganz kurz fest, also unverheiratete Paare, die Kinder möchten und bei denen ein Elternteil im Beruf kürzer tritt, die sollten auf jeden Fall über einen Partnerschaftsvertrag nachdenken und sich dafür auch unbedingt einen Rechtsexperten zu Rate ziehen.